Was ist das denn? Oh, Junge! Oh, Junge! Warte nochmal. Oh! Oh, Junge, was ist das denn? Ist das ein Podcast? Warum liegt hier ein Podcast? Oh, Junge! Warte, Goofy will ich auch nochmal rühren. Digga! Okay. Okay, warte. Ja. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu Folge 5. Oh, erstmal durchatmen. Ich hätte mir keinen Pulli anziehen sollen. Boah, ich schwitze. Aber ich habe nichts drunter, deswegen. Zieh dich aus. Ich will, dass du dich konzentrieren kannst. In shape. Ich bin sowas. Ich bin tatsächlich etwas mehr in shape wieder. Ja. Tatsächlich. Wir driften direkt ab. Ersten 30 Sekunden direkt abgedriftet. Ich musste mich erstmal sammeln. Wir haben natürlich, bevor wir den Podcast gestartet haben, auch noch ein bisschen gequatscht. Von den Themen muss ich kurz wegkommen, sonst wird das kein jugendfreier Podcast. Okay, wir können ja so anfangen. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Wie geht's dir denn, Flo? Mir geht's auch sehr gut. Okay, komm, fertig. Song der Woche. Song der Woche. Wir haben uns überlegt diesmal, wir hören uns die vorher an, damit wir zumindest wissen, wovon der andere redet und so ein bisschen darauf eingehen können. Und genau. Flo, du musst, glaube ich, deinen Song einmal vorlesen. Ich muss den selber gerade mal... Wenn irgendjemand das hier hört und den Titel kennt, weil ich glaube, jeder kennt dieses Lied, aber ich habe noch nie in meinem Leben weder den Künstler noch den Namen des Songs gehört. Und also der Künstler heißt, ich spreche es mal aus, wie es geschrieben ist, Bakamat. 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 Klingt gut. Und der Song heißt Bayanar. 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 Und das ist dieses, ich glaube, das ist aus FIFA, das Lied. Ich kenne es nur vom Handball, es läuft beim Handball immer. Also beim Warmmachen. Ja. Soll ich mal kurz anspielen einfach? Wenn du möchtest, kannst ja, komm, du mal anspielen. Ich spiele mal kurz an. Es. Ich glaube, das reicht schon. Also jeder kennt das, glaube ich. Ich kannte das vorher noch nicht. Also ich habe es nie gehört. Aber du kennst es ja auch. Du hast es ja sogar als Song der Woche. Ja, ja. Ich kenne es durchs Handball. Ne? Durchs Handball. Durch eins Handball. Durch Handball. Durch Handball. Ja. Finde ich cool. Das ist mal was ganz anderes. Ja, deswegen. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir haben tatsächlich beide einen Song der Woche, der nichts mit Metal zu tun hat. Du hast so Schweißflecken unter der Achsel. Tatsache. Ich bin gerade gar nicht aufgehört. Hast du auch welche? Geht mal an. Ich glaube noch nicht. Boah, ich habe aber auch einen dicken Pulli an. Wenn der durchgeschwitzt ist, da weißt du, was los ist. Ja, wir geben hier echt alles, Leute. Wir geben hier unseren letzten Schweißtropfen für euch. Ist wirklich so. Ja. Ihr seid herzlich willkommen. Lasst gerne ein Like da. Comment und subscribe, Leute. Ja. Follow da lassen. Alles top. Wir müssen demnächst mal so eine Verlosung machen, glaube ich, um ein paar Follower zu kaufen. Also, wir können ja dein Shirt verlosen von heute nach dem Podcast. Original Schweißlecken. Okay, dein Song der Woche. Mein Song der Woche ist Machine Gun Kelly. Pretty Toxic Revolver. Den Song gibt es jetzt schon länger. Den hat er damals in dieser Anfangszeit der Corona-Pandemie aufgenommen. Da sitzt er. Ich nehme mal an, das ist seine eigene Villa in den Bergen, in der er da sitzt. Und der Song, der Text ist auch ein bisschen, ja, eigentlich relativ harte Kost. Will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich finde den einfach nur unfassbar entspannt. Das ist so mein Go-To-Song, wenn ich irgendwo Hintergrundmusik will und irgendwas, was nebenbei laufen kann. Unfassbar gut. Ich finde sowieso Machine Gun Kelly, ich habe den schon früher gerne gehört. Dann gab es ja diesen Beef mit Eminem. Mhm. Und ich finde, jetzt merkt man so richtig, der findet so langsam seinen Stil. So, der rappt, aber der macht so sein eigenes Ding, alles ein bisschen ruhiger. Mhm. Nicht mehr so auf Krawall gebürstet. Und jetzt macht er auch viel in dieser Pop-Punk-Schiene. Ich finde es genial im Moment. Also ich habe den Künstler vorher noch nie gehört. Noch nie? Nein, noch nie. Ach, aber ich bin, was so Hip-Hop angeht, auch nicht bewandert. Also die einzigen, die ich kenne, sind 50 Cent, Eminem, yeah. Lil Peep.
Hauptsache, du kennst dein Lil Peep, aber ja. Ja, aber nur durch Twitch, weil die da alle Lil Peep hören. Den finde ich auch richtig entspannt, mag ich. Post Malone, klar, den kennt man Ja, auch Posty ist irgendwie. super, Posty ist super. Wen gibt es noch? Mac Miller oder sowas gibt es auch noch, Ja, ne? der ist auch schon verstorben. Ja, irgendwie, ja. Mit 24 oder so. Der war auch lange mit Ariana Grande zusammen. Ja, Wie fandst du okay. denn den Song? Also ich habe ja eigentlich mit was anderem gerechnet, weil wenn man den Namen vom Künstler liest und ihn nicht kennt und den Songtitel hört, habe ich gedacht, das kommt irgendwie so Hardcore-Punk oder so. Ja, so Bullet for my Valentine, Ja, so Machine Gun mäßig so, Kelly, ja, die aber Referenz, ich ja. fand es ganz cool. Also 100% hat er mich nicht abgeholt, aber war auf jeden Fall entspannt, ja. Ja, also hört gerne mal rein. Vielleicht, wenn es so ist wie bei Flo jetzt, dass ihr den Song gar nicht kanntet oder wie bei mir, dass ihr den Song kennt, aber den Künstler noch nie gehört habt. Ich habe bei deinem Künstler Bakama, Bakermat. da war auch direkt bei YouTube, kam so ein richtig cooler zweiter Song von ihm. Ich habe leider den Namen vergessen. Einfach mal anhören, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ich muss aber nochmal einen Shoutout geben. Fast mein Song der Woche wäre auch Masimoto geworden. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennst. Dieses Alter Ego von Materia. Habe ich Ja. gestern wieder mal beim Autofahren gehört und Aha. es ist so teilweise simpel und gleichzeitig gut geschrieben, aber ich höre viel häufiger im Moment Machine Gun Kelly, deswegen bin ich doch damit gegangen. Okay, dann würde ich Okay. sagen, zweite Rubrik unserer, oh, ich finde das richtig gut, mittlerweile fünfte Folge und unsere Rubriken haben sich schon so richtig etabliert. Ich finde das Voll cool, gut, ne? ja, Ich wir finde sind das auch voll spannend, im was du gleich Flow. sagst, weil du weißt nicht, Okay. was ich habe, ich weiß nicht, was Ja. du hast. Ja. Highlight der Woche. Highlight der Woche. Da müssen wir vielleicht noch überlegen, ist das das also für uns persönlich das Highlight der Woche oder generell so was, also Also ich habe jetzt für mich was Persönliches genommen, weil ich ehrlich gesagt alles, was so in der Welt im Moment passiert ist, wollte ich nochmal so ansprechen. Du hattest ja zum Beispiel letztens mal Den Patienten. Liverpool Ach so. Championship Nee. und danach den Ja, ja, Patienten. ja, ja, Und genau, also in meinem Fall ist es jetzt eher was Persönlicheres, weil ich glaube, das können viele nicht nachvollziehen. Aber wenn du jetzt irgendwie, wenn was auf der Welt passiert ist, dann Nee, kannst du auch also. gerne einfach dein Ja. Highlight. Ja, meine Schwester ist in ihrem Studium fast fertig und ist jetzt offiziell scheinfrei. Das fand ich geil. Scheinfrei musst du vielleicht noch mal kurz Ich erklären. weiß nicht genau, was scheinfrei bedeutet, weil ich nicht studiert habe. Ich glaube, sie hat alle Prüfungen oder alle schriftlichen Prüfungen erledigt oder erfolgreich abgeschlossen. Und die nächste Prüfung, die kommt, ist, glaube ich, das Staatsexamen. Richtig? Stark. Sag vielleicht noch mal, was sie studiert, dann kann man das Medizin. Meine Medizin, Schwester studiert genau. Medizin Genau, tatsächlich. weil Medizin-Staatsexamen ist ja noch mal. Genau. An alle Mediziner Genau. unter euch, ihr wisst genau, was da drin steckt. Ich habe da auch nur einen Plan von, weil ein Kollege von mir Medizin studiert. Ansonsten durch diese Studienordnung blicke ich gar nicht durch. Auf jeden Fall unendliche Props an deine Ja. Schwester. Und du kannst ja jetzt auch nochmal ihren vollen Namen nennen und die Adresse, dann kann ich gleich wieder schneiden. Nein. Wir Nein, können ja das bei wird dir noch. anfangen. So, pass auf, mein Highlight der Woche. Ich muss es nehmen, auch wenn ich gleich voll Probleme haben werde, das zu erklären. Du erinnerst dich vielleicht, es gibt diesen Podcast, der zu einer Serie auf Netflix gemacht wurde. Enthüllung zu Mitternacht. Ach, na, das haben wir doch mal angeguckt, Die haben ne? das angefangen und du kamst gar nicht drauf klar. Ich kam auch am Anfang nicht so richtig drauf klar, weil wir auch nebenbei irgendwie gegessen haben und nicht klar Ja, vor kamen. allem getrunken haben. Und ja, das kann auch sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber kommt hin. Kommt gut hin, ne? Und ich habe jetzt nochmal angefangen in Ruhe. Folge 1 und 2 fand ich phänomenal. Und Folge 3 habe ich geguckt und ich wusste überhaupt nicht genau, weil eigentlich stimmen voll oft das, was gesagt wird, mit den Bildern überein. Oder du kannst es zumindest irgendwie zusammen interpretieren. Und bei Folge 3 hatte ich totale Probleme damit. Und was die Serie so gut macht und was auch Folge 3 für mich so gut macht, es geht im Endeffekt darum, dass du, ich erkläre jetzt nicht, was die Serie ausmacht, sonst dauert es zu lange. Wer sich interessiert dafür, für generell Meditation, für irgendwie Spirituelles, aber in einer völlig abgedrehten Form, die gleichzeitig total informativ ist und einem manchmal auch selber so neue Denkansätze ermöglicht. Guckt euch einfach mal bei Netflix Enthüllung zu Mitternacht an, zumindest eine Folge in Ruhe. Und was Folge 3 so besonders gemacht hat, ist eigentlich nur ein Bild für mich. Es geht um jemanden, der eben durch die Auseinandersetzung von Religion und Meditation, vor allem diesen Religionsteil teile ich überhaupt nicht, aber es geht mir um diese Grundmessage,
So, der hat ein Ziel vor Augen und die will der erreichen. Und sein Mittel, um das zu erreichen, ist eben durch Meditation, Konzentration auf sein Ziel, so wirklich Tunnelblick selbst erschaffen durch erhöhte Konzentration. Und es kommt zu einer Szene, wo er an einer ganz, ganz langen Schlange ankommt. Und am Ende dieser Schlange ist halt sein Ziel. Und die Schlange besteht nur aus Steinen mit Gesichtern drauf. Mhm. Und diese Steine, die können zwar so nach vorne gehen und sich in der Schlange anstellen und diesem Ziel entgegengehen, aber die können ansonsten überhaupt nichts machen. So, die lächeln alle. Und das ist so ein bisschen überspitzt dargestellt. Die Steine sind quasi diese ganzen Millenniumskinder, die sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Boah, gerade so dieses Social Media. Boah, wer hat mehr und wer kann mehr und wer stellt sich besser dar? Mhm. Und im Endeffekt führt das dazu, dass man irgendwie alles gleichzeitig machen will und dadurch so einen Stillstand erschafft. Weißt du, man liest irgendwie eine Seite im Buch und fängt irgendwie hier an, ein Gericht zu kochen und guckt dann da irgendwie 2 Minuten von der Serie und am Ende des Tages hat man eigentlich gar nichts gemacht. Man weiß nicht, was in der Serie passiert ist, man weiß nicht, was in dem Buch passiert ist. Mhm. Und das führt zu so einem Stillstand und das wird durch diesen Stein symbolisiert. Mhm. Und der Charakter, der sich die ganze Zeit auf dieses Ziel konzentriert und sonst nichts anderes wahrnimmt, räumt dann einfach die ganzen Steine aus dem Weg und erreicht sein Ziel voll locker, während alle anderen einfach stehen bleiben. Und das ist so eine simple Message, aber ich fand das so genial dargestellt und so simpel. Und ey, das ist mein Highlight der Woche. Ich fand, manchmal muss man sich einfach so, ich erwische mich da selber so voll oft drin, dass ich ganz, ganz viele Sachen auf einmal machen will. Und wenn man ganz ehrlich ist, du musst dich auf eine Sache konzentrieren und die durchziehen, weil sonst wirst du nicht gut da drin oder sonst wirst du das Ziel nicht erreichen. Ja, krass. Ich hoffe, dass es irgendwie ansatzweise rübergekommen, weil diese 20-Minuten-Folge ist so ein Brainfuck. Ich versuche das irgendwie zu vermitteln. Ich konnte irgendwie nicht so gut folgen, aber ich glaube, es liegt auch an meiner Müdigkeit. Man muss sich auch wirklich konzentrieren. Also du kannst dabei nicht irgendwie Chips essen. Du musst wirklich sagen, ähnlich wie ich gerade gesagt habe, boah, einmal 20 Minuten wirklich gucken, was erzählen die und was hört man da und was sieht man da. Abgefahren. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr mal irgendwie 20 Minuten Zeit habt, Leute, guckt da gerne mal rein. Und ansonsten kommen wir vom Schönen zum Schlechten, zum Tönnies der Woche. Der Tönnies der Woche. Willst du anfangen? Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich den jetzt nenne, wenn du das noch nicht mitbekommen hast, dass diese Folge jetzt 8 Tage lang dauern wird. Weil das sind einfach Breaking News, Junge. Die sind einfach zu krass. Das ist, unsere Welt geht jetzt unter. Ne? Also es geht nicht mehr anders. Und zwar habe ich heute Mittag noch gelesen, FAZ hat gemeldet, also die waren die ersten, wo ich es mitbekommen habe, eine relativ seriöse Quelle. Mittlerweile liest man es überall. Junge, das ist zu heftig, ne? Die Worte, die ich jetzt ausspreche, sind wahr. Kanye West will noch dieses Jahr als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner antreten. Und ich weiß nicht, was gerade mit mir passiert. Auf der einen Seite denke ich mir, juhu, es gibt irgendwie einen Gegner für Donald Trump. Und dann ist es Kanye West, Mann. Und sorry, ne, ich fühle mich, als würde ich einen schlechten Film gucken. Das ist, die Welt wird bald untergehen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ja, als ob du die Simpsons guckst, ne? Das ist, als würdest du die Simpsons gucken, Mann. Ich erzähle einmal ganz kurz durch, ne? Weil als ich die Info zuerst gelesen habe, dachte ich, okay, Kanye West hat Trump supported am Anfang. Und dann war mein erster Gedanke, okay, Trump tritt jetzt nochmal an. Ich glaube, am 3. November sind die Wahlen. Irgendwann Anfang November auf jeden Fall. Ne? Trump tritt nochmal an für die Republikaner und wird meiner Meinung nach wahrscheinlich auch wiedergewählt. Entschuldigung. Und in 4 Jahren... wird Kanye West sich dann da als Kandidat hinstellen. Dann hast du nach 8 Jahren Donald Trump auf einmal 4 Jahre Kanye West. War mein erster Gedanke. Dann habe ich aber weitergelesen und noch ein paar andere Quellen mal nachgesehen. Und es ist tatsächlich so, dass er noch für dieses Jahr anfangen will anzutreten. Das heißt, er hat jetzt 4 Monate Zeit, um eine Präsidentschaftskampagne aufzubauen. Und ich finde es halt schon interessant, weil das Schlimme ist, wir haben ja schon mal gesagt, so dieser ganze Präsidentschaftswahlkampf in den USA
ist ja zu 90% auf Geld basiert. Und wenn irgendjemand im Moment Asche hat, dann ist es Kanye West. Wir haben Black Lives Matter im Moment. Das heißt, ich glaube, einer großen Anzahl der Bevölkerung wird gerade egal sein, wer da Kandidat sein will oder Präsident werden will. Wenn er schwarz ist, werden erstmal viele, die Black Lives Matter supporten, ohne irgendwas zu hinterfragen oder zu gucken, ob der irgendwie vielleicht befähigt ist, dieses Amt zu führen, erstmal sagen, alles klar, Kanye for President. Und ich meine, das macht jetzt auch Sinn, weil er letzte Woche noch ein neues Musikvideo veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auch natürlich voll auf diesem Black Lives Matter Hype, was ich ja auch eigentlich total gut finde. Ich bin überhaupt kein Fan von Kanye West. Die Musik, ich habe auch zwei Alben von dem, höre ich einfach nicht mehr, weil ich mich damit nicht mehr so krass identifizieren kann. Und ich habe einen heiden Respekt von ihm, weil er ist einfach ein Businessman ohne Ende. Aber es tut mir leid, ne? Irgendwann ist es wirklich, ich meine, wir haben gerade noch Mickey Mouse im Intro gemacht, aber so in 50 Jahren kommt da irgendeiner aus dem Disneyland Paris oder so mit irgendeinem Kostüm an und sagt, ich will jetzt Präsident werden. Ja, aber guck mal, also, meinst du, das ist... Also ich bin der Meinung, viel schlechter als Donald Trump geht es eigentlich gar nicht. Also ja, der kommt, ist eine Verbesserung. Ja, aber es tut mir leid, ist das Niveau, das mächtigste Amt der Welt zu vertreten, soll das jemand sein, der nicht so schlecht ist wie der jetzt, oder soll das jemand sein, der das vielleicht auch beruflich macht und auch weiß, was er da macht? Sorry, aber nur jemand, der Musik machen kann und Schuhe verkauft. Naja, wenn sich kein anderer, kein besserer findet, dann ist mir da trotzdem der Lieb. Ja, aber es geht ja nicht um besser, es geht nur darum, wer hat Kohle und wer kann sich gut verkaufen. Geld regiert die Welt, war schon immer so. Also ich fände es auch nicht optimal, ne? Ja, aber kannst du das so trocken hinnehmen? Ich kann das gar nicht glauben. Du kannst dich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, Geld regiert die Welt und sagst, YOLO, let's go, Kanye West for President. Ja, weil ganz ehrlich, weil viel schlimmer als jetzt wird, kann es sowieso nicht werden. Und also alles, was jetzt kommt, wird nur besser sein. Ja, und dann kommt PewDiePie. Also sorry, PewDiePie, wenn du zuhörst, ne? Der erfolgreichste YouTuber der Welt mit 110 Millionen Abonnenten. Jetzt nicht mehr, weil irgend so ein indischer Kanal den überholt hat. Aber ich liebe PewDiePie, aber nur weil der coole Videos macht, möchte ich den nicht als Präsidenten haben. Also das geht nicht. Guck mal, vielleicht wir denn hin? Guck mal, damals, als Arnold Schwarzenegger für Gouverneur in Kalifornien kandidiert hat, war das vielleicht auch, wo man gedacht hat, so, was der alte Muckiprotz so. Aber ganz so schlecht hat er es ja auch nicht gemacht. Also, ja, aber man muss dazu sagen, das kam ja auch nachher erst raus, der hat sich ja auch wirklich krass, erstmal hatte der nicht das ganze Land, sondern nur einen Bundesstaat. Das stimmt. Und der hat sich da auch krass mit auseinandergesetzt und der hat sich auch krass mit den ganzen Leuten auseinandergesetzt. Und alles, was man bisher über Kanye West weiß und sein politisches Handeln ist, dass der am Anfang Trump supportet hat und dann nach einem Jahr gesagt hat, boah, ja, war gar nicht so gemeint. Ich habe das nur gemacht, weil ich es cool fand, den Demokraten eins auszuwischen. Wo ich mir denke, ich will niemanden haben, egal wie schlau der als Geschäftsmann ist, der irgendwie jetzt schon angefangen hat, vor 4 Jahren irgendjemanden zu supporten. Nicht, weil er von dem überzeugt ist, sondern nur, um jemand anderem einen auszumischen. Sorry, allein das als Grundlage, das ist schon so Kindergarten. Ja, natürlich, ne? Aber ich meine, das soll sich blöd klingen, aber es ist Amerika, also was erwartest du im Moment? Ja, ich erwarte, dass irgendjemand sich da mal hinstellt und sagt, pass mal auf, Alter, wir hängen so hinterher, wir sind mittlerweile die Lachnummer der ganzen Welt. Ja, aber da gibt es keinen. Und also es gibt bestimmt irgendwo jemanden, aber ja, also die Mehrheit ist halt auch. Verstehe mich nicht falsch, ne? Ich finde es gut, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Black Lives Matter, wenn jemand, der so viel Einfluss hat, was ja Kanye West zweifelsohne hat, sich da hinstellt und seine Stimme nutzt, um irgendwie eine Message zu bündeln und irgendwie auch eine Anlaufstelle für Leute zu sein. Das finde ich super, das finde ich auch wichtig. Ja. Aber ich habe das Gefühl, gerade in den USA gibt es diese Trennung nicht mehr zwischen, hey, ich bin eine berühmte Person und ich habe damit eine gewisse Verantwortung und hey, geil, ich werde jetzt einfach mal Präsident. Weißt du, das sind zwei Paar Schuhe. Und ich finde, das musste man wieder irgendwie da unter Kontrolle gebracht werden. Ja, natürlich, aber... Also weil mein Turn nächste Woche zum Beispiel ist halt Donald Trump, ne? Also jetzt so in Verbindung auf den Unabhängigkeits, war das der Unabhängigkeitstag? Was denn jetzt, 4. Juli? Ja, genau. Das ist der Independence Day. Genau. Ja, genau, der Independence Day, genau, dass er halt da gesagt hat, ne, es findet alles ganz normal statt, keine Maskenpflicht und so. Und
Und die Infektionszahlen schießen in die Höhe und das ist halt für mich einfach. Das habe ich mir eh gedacht, so im ganzen Land darf erstmal nichts gemacht werden, aber er hält irgendwie vor 8000 Leuten eine Rede, wo alle Stuhl an Stuhl sitzen, ja, ohne Maske. Halt, und, ne, und du ja, guckst ja, halt die täglichen Infektionszahlen an, die schießen in die Höhe und dann hast du da so einen Vollhorst sitzen, dem das alles ganz egal ist und der die Problematik einfach nicht erkennt, weil der ja, zu dumm ist. Ne? Ja, und das ist genau das, wo ich nicht das Problem sehe, weil du kannst mir nicht sagen, dass Donald Trump dumm ist, weil sonst hätte der nicht so ein Vermögen aufgebaut und der ist ja in der Wirtschaft, ist der ja ein krasser Typ, aber der ist halt total dumm, wenn es darum geht, politische Führung ja, zu übernehmen. Ja. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich sag ja nicht, dass Kanye West eine Pfeife ist. Nein. Ich sag nur, warum sollte der Präsident werden? Ne, ich sag ja auch, Trump ist im Präsidentschaftsamt, also im Amt ist er halt dumm. Genau, und das meine ich das halt. Ist halt das. Und anstatt, dass das Land jetzt daraus, also noch wurde ja Kanye West nicht gewählt, aber das Problem ist halt einfach, es gibt ja keinen anderen. Es gibt gerade für die Republikaner Trump oder Kanye West. Und ja. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass dadurch, dass die beiden so extrem sind und ja auch gegeneinander irgendwo mittlerweile, dass sich dadurch die Republikaner-Stimmen aufspalten und beide relativ verhältnismäßig wenig Unterstützung bekommen und sich dann vielleicht noch irgendwie zoffen und das dann ein schlechtes Bild abgibt und dann viele sagen, ja okay, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf einen von den beiden und dann kommt irgendeiner von beiden durch und im Endeffekt gewinnt aber Biden. Keine Ahnung, das wäre vielleicht noch das Beste, was dadurch passieren kann, aber ich lese das und das ist halt, wie du schon gesagt hast, ich lese mittlerweile seriöse Nachrichten und habe das Gefühl, ich gucke eine Simpsons-Folge. Ja, du liest halt, als ob du die Bild liest. Und es wird immer lächerlicher. Halt, ja. Ne? Und das finde ich, glaube ich, das Schlimmste. Wir haben jetzt dann, jetzt gerade haben wir knapp 3,5 Jahre Donald Trump und das Ergebnis ist, dass eigentlich war das ja jetzt die Chance für das Land, direkt nach Obama zu sehen, okay, jetzt haben wir Trump, war vielleicht nicht so cool. Und das, was jetzt eventuell passieren könnte, ist, dass man einfach da als Ergebnis dann Kanye West hat. Ja. Und, oh nee, ich bin euch verzweifelt, so krass. Ja. Ne? Okay. Aber mich schockt bei dem Land einfach nichts mehr. Also jede Story, die ich da lese, ich kann dann auch den Kopf schütteln und ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Bin ja, aber das Problem ist, ich finde halt in dem Moment, wo man sich, ich will mich auch nicht aufregen, aber... Ja. Ich finde, in dem Moment, wo man aufhört, sich aufzuregen, ist halt auch so, dann nimmt man es einfach nur noch hin. Und ja, was ich meine, ich kann jetzt gerade aus meiner Position nichts ändern. Ja, aber was bringt es, wenn er dich halt aufregst? Ich meine, du kannst halt, wie du schon sagtest, du kannst sowieso nichts dran ändern. Aber ich muss es zumindest aussprechen und ich muss zumindest, wir sagen das jedes Mal bei dem Podcast. Und wir haben jetzt sogar letztes Mal einen Kommentar gehabt, hey, ich antworte dir nachher, du kriegst 100 pro ein Abo von uns. Ich habe auch schon einen Podcast von dir reingehört, in einen deiner Schalke-Podcasts. So, wir haben ja halt noch keine Reichweite, aber ich sage das jedes Mal, wenn das auch nur einer hört und dadurch anfängt, sich dadurch mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir machen ja keinen tiefgründigen Politik-Podcast hier, aber dass zumindest, wenn man liest, Kanye West wird Präsident der USA, dass man dann sagt, wow, wow, Alter, warte mal eben, ne? So, das sollte mich zumindest dazu motivieren, mich für die nächsten Wahlen in Deutschland mit Politik auseinanderzusetzen. Weil, sorry, ich kann verstehen, was damals mit der AfD abging, weil die CDU auch völligen Mist gebaut hat, dass sie Stimmen generiert haben. Aber im Endeffekt, wenn ich an den Gastauftritt von, mir fällt der Name gerade leider nicht mehr ein, auf jeden Fall dem Parteivorsitzenden damals von der AfD, als er bei Stern TV saß und mit seinem Deutschlandfähnchen geweht hat und irgendeine gequälte Kacke erzählt hat, da denke ich mir halt auch, hey, Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will, aber wenn ich jemandem eine seriöse politische Frage stelle und die Antwort ist, Deutschland, geil, geil, geil. So, dann ist das dann ist da kein, ja, danke. Und dann ist da aber kein Hintergrund. So, das zieht vielleicht dann die Leute, die eh gegen Ausländer und Sonstiges sind, noch mehr an. Aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass jemand für ein politisches Amt geschaffen ist, deren einziges Argument ist, hier ist mein Fahne, let's go, geil, geil, geil. Ja, du musst ja immer die Wähler der AfD angucken, die ziehen halt eher auf die drauf an, die halt jetzt nicht so. Junge, guck hier auf meine Schweißflecken. Ich wollte gerade sagen, du sagst, guck dir mal die Wähler an, ich kann mir gar nichts angucken, weil ich so hart auf deine Schweißflecken fixiert bin. So sieht die arbeitende Bevölkerung aus. Ich bin's, Tim. Na, aber ich meine, ich will jetzt gar nicht so krass ausufern. Ich meine, die AfD hat ja sicherlich auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Nein. Weil wir sind einfach in einem. Ich finde schon, weil wir sind in einem Land, wo die Meinungsfreiheit herrscht. Aber ich finde es erschreckend, dass man 15-20% der Wählerschaft für sich gewinnen kann, indem ich mich in einem Deutschland-Trikot gefühlt irgendwo hinsetze und sage, alle anderen sind doof.
Weil das ist ja deren einziges Argument. Und wir sind in einer Welt angekommen und wir sind immer noch in einem Land, in dem, ich sag mal jetzt, das klingt so richtig schön deutsch, aber Recht und Ordnung herrscht. Also Deutschland ist ja schon ein Land, das funktioniert und wo es den Menschen im Vergleich zu vielen anderen Ländern wirklich gut geht. Mhm. Und trotzdem kannst du hier ein Fünftel aller Wähler generieren, indem du dich einfach nur hinsetzt und stumpf sagst, alle anderen sind doof. Und das mächtigste Land der Welt wird jetzt seit 4 Jahren von einem Vollidioten, was Politik angeht, regiert und jetzt soll Kanye West kommen. Mhm. Und das macht mir richtig Angst, Mann. Also, ne? Echt? Also Angst macht mir das nicht, weil, wie gesagt, viel schlimmer als Donald Trump kann. Weißt du, wie viel Angst mir das macht, dass da jemand mit Kim Jong-un, wahrscheinlich wird jetzt alles geblockt, weil ich den Namen gesagt habe, ist mir egal, bei Twitter mit einem roten Knopf sagt, Edgy Bitchy Matchy. So, und wir reden jetzt nicht irgendwie über ein paar Socken oder eine Pokémon-Karte, die einem geklaut wurde. Wir reden über einen Knopf, wenn den jemand drückt, dann geht die halbe Welt unter. Und da sitzen Militärkräfte hinter, wo kaum einer mehr nachfragt. Du drückst diesen Knopf und dann gehst du. Aber. Und das macht dir keine Angst? Kanye West, nein. Ich schätze ihn einfach ein bisschen schlauer als den Trump ein. Ja, also es kann ja auch sein, dass Kanye West jetzt vielleicht mich überrascht, aber. Ich hätte einfach mal wieder, dass man den Wahlkampf irgendwo ernst nehmen kann. Ja, natürlich. Weil es geht nur noch darum so, hey Leute, ich habe geile Yeezys auf den Markt gebracht, gönnt euch meine Schuhe. Ah, und by the way, wählt mich auch für, wofür kandidiere ich nochmal? Ach ja, President. Hm. So, dass ich kann dieses Amt nicht mehr ernst nehmen. Es natürlich nicht, jetzt, natürlich nicht. Und was ich am traurigsten finde, ist, guck dir, was Obama über 8 Jahre aufgebaut hat. Ja, der hat ein Gesundheitssystem etabliert und jetzt hast du da bald Kanye West. Ja, aber vielleicht überrascht er. Also ich sehe immer erstmal das Positive in den Menschen. Also ich und selbst, also er hat es gesagt und etwas sagen, etwas tun, ist halt immer noch ein großer Unterschied. Deswegen. Aber das muss man Kanye West lassen. Wenn er bis jetzt was gesagt hat, dann hat er das auch gemacht. Ja, und ich das ist, ja, aber wir warten erstmal ab. Wir lassen uns da überraschen. Da können wir nochmal eine Special-Folge machen, wenn es irgendwann soweit ist, wenn der Wahlkampf in Fahrt gekommen ist. Ja. Wir schauen mal. Jetzt kommen wir eigentlich, haben wir jetzt so viel über Politik geredet, deswegen, dass ich das nächste Politik-Thema eigentlich weglassen will. Ja, aber es geht nochmal ganz kurz auch dabei ums Gesundheitssystem. Ja. Ich will einfach nur kurz deine Meinung haben. Und zwar überlegen die gerade zum 4. August, also in einem Monat, die Maskenpflicht beim Einkaufen abzuschaffen. Wo jetzt? In Deutschland? Oder? Ja. Können wir einfach nur kurz sagen, dass das komplett dumm ist? Ja, sicher. Ist das Was dumm. Bringt das denn, die Maskenpflicht beim Einkaufen abzuschaffen und sonst überall dazulassen? Und auch nichts zu ändern sonst. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist genau das nochmal, was ich meinte mit irgendwelche Leute haben jetzt das Gefühl, so langsam wird die Bevölkerung unruhig. Also lockern wir mal irgendwas. Und was lockern wir? Ja, beim Einkaufen braucht ihr keine Masken mehr. What? So, dann stecke ich mich beim Einkaufen an und überall anders ist Anstecken aber doof. Also entweder ich mache überall Masken weg oder ich lasse überall Masken dran. Ne? Also ich finde, so wie es im Moment ist, ist es eigentlich fast optimal. Also ich persönlich würde es halt noch eher ein bisschen strenger sehen, weil die Zahlen natürlich auch in Deutschland ein bisschen steigen. Aber im Moment ist es halt so, dass man es noch unter Kontrolle hat, so finde ich. Ah, krass, und, dass du es enger siehst, okay? Also ich würde es noch ein bisschen... Strenger, nicht enger. Oh, sorry. Nein, also ich würde es befürworten, wenn die Richtlinie noch ein bisschen strenger wären, dass man sich halt nicht mit so vielen Leuten treffen dürfte, dass das halt... Also, dass halt nicht so viele Menschen auf einem Fleck sind, weil, wie gesagt, die Zahlen steigen wieder, aber es ist noch alles im grünen Bereich. Und wenn man jetzt natürlich die Maskenpflicht abschafft beim Einkaufen, das wird natürlich nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben machen. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass halt so eine diese berühmt-berüchtigte zweite Welle halt kommt, ist halt richtig groß. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass sich alle jetzt mit diesem jetzigen Zuschauer eigentlich abgefunden haben. Jeder hat eine Maske dabei, keinen stört das. Keiner Mob hat. Also ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, ist okay. Und ich finde das total interessant, weil ich genau den gegensätzlichen Punkt vertrete. Weil ich sage, in meinen Augen kommt sowieso, irgendwann wird eine zweite Welle kommen. Außer wir haben einen Impfstoff. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber irgendwann geht das halt nochmal ab. Dann glaube ich halt nicht. Und das Ding ist, ich bin halt eher ein Freund davon zu sagen, hey, dann lass uns das doch jetzt einmal einigermaßen kontrolliert eine zweite Welle entfachen und dann ist gut, anstatt jetzt so wahllos irgendwas zu ändern. Weil entweder, da bin ich bei dir, entweder man lässt es jetzt so, wie es ist, weil man sich mittlerweile einigermaßen dran gewöhnt hat, oder man sagt halt,
alle, die in der Risikogruppe angehören, bleibt mal zu Hause. Wir machen jetzt hier Tabula Rasa. Jeder steckt sich mit dem Ding an und dann gucken wir mal, wer übrig bleibt. Aber ich kann doch jetzt nicht so hingehen und sagen, ja, wir haben uns jetzt nochmal zusammengesetzt und alles bleibt so, wie es ist, aber beim Einkaufen braucht ihr keine Masken mehr. Das bringt ja, also das ja, ist ja, das ist ja so ein Mittelding, das gar keinen jetzt, Sinn macht. Jetzt extra so eine zweite Welle provozieren, ist ja höchst fahrlässig einfach, weil du einfach du hast so lange gebraucht, einfach das um den Griff zu kriegen und das jetzt nochmal zu provozieren, das wäre fatal. Ja, aber dürfen wir einmal ganz kurz, wir dürfen nicht vergessen, aus gesundheitlicher Sicht bin ich da bei dir, aber es gibt Corona jetzt ungefähr seit 4 Monaten. Mhm. Und seit ungefähr 3 Monaten sind wirklich diese Vorlagen strikter. Und in diesen 3 Monaten, wir haben jetzt schon Schaden, das sprechen die Leute davon, dass man sich frühestens, wenn man nicht pleite geht, bis Ende 2021 erholt hat. Und guck dir all die kleinen Läden in den Städten in Deutschland an, ja, die das nicht schaffen. Die ganze Wirtschaft bricht ab. Aber jetzt ist es ja wieder so, dass alle Läden haben auf und so. Und also ich finde jetzt eigentlich, ist es okay. Es ist jetzt, ja, aber ja, vielleicht für uns, als die Leute, die da konsumieren, aber die ganzen Unternehmen, die gehen am Stock. Da haben Restaurants auf, wo 10 Leute rein dürfen. Da, ja, aber davon wenn du jetzt die nicht zweite leben. Welle entfachst, dann müssen die sowieso zumachen. Ja, aber dann wäre es einmal vorbei mit Corona gefühlt. Verstehst du, wie ich das meine? Dann wird's eben nicht mit Corona ich drücke das jetzt sehr, sehr einfach aus. Nein, dann wird es ja eben nicht mit Corona vorbei sein. Wenn jetzt eine zweite Welle kommt, dann stecken sich noch mal viel mehr Menschen an. Noch viel mehr Menschen sterben. Noch viel, viel mehr Menschen sind im Krankenhaus. Das wird noch mal um doppelt so krass werden, wie es jetzt vor ein paar Monaten war. Ja, genau. Genau. Ja, und wir haben immer noch keinen Impfstoff. Das ist ja das, weswegen ich sage. Ja, aber dann wiederholen wir ja wieder den ganzen Prozess. Dann wird wieder ein Lockdown gemacht, bis die Infektionszahlen dann. Genau. Und das ist wieder auch viel schädlicher für die Wirtschaft. Nur mit der Hoffnung, dass man dann sagt, okay, jetzt hatte es jeder mal, dadurch ist jeder immunisiert. Ja, das heißt ja nicht, das ist ja noch gar nicht klar. Genau. Und das ist ja auch, deswegen, ich habe das jetzt sehr, sehr simpel formuliert, nicht, dass man mich falsch versteht. Ich möchte so eine zweite Welle natürlich gezielt nur auslösen, wenn man das wissenschaftlich nachweisbar auch irgendwie so umsetzen kann, dass es natürlich vertretbar ist. Ich will jetzt nicht einfach random einfach Leute anstecken und hier auf Last of Us machen. Das möchte ich nicht. Ich sage nur, entweder ich lasse es so, wie es ist, oder ich habe genug Wissen angesammelt, dass ich eine gezielte zweite Welle loslassen kann und die Leute dann quasi einmal. Ja, du meinst, wenn das wie bei Masern ist, wenn du einmal Masern hattest, bist du immun, ja. So, das weiß so wäre, man. Wenn das so wäre. Ich meine, ich will das Thema jetzt nicht zu lange wissen, weil wir das nicht wissen. Ich sag nur, entweder ich lasse es so, wie es ist und muss irgendwie die kleinen Leute unterstützen, dass sie durchhalten, weil die großen Leute haben schon Probleme hier in diesem Land. Oder ich weiß irgendwann genug und mache da eine gezielte zweite Welle, aber, und ich glaube, darauf wollten wir ja auch hinaus, jetzt so ein halbgares Ding mit, ach ja, beim Arzt und im Krankenhaus und eigentlich überall müsst ihr Masken tragen, aber beim Einkaufen, nö, ist egal. So, ja, das verstehe ich nicht, das macht gar keinen Sinn. Ne? Es geht, also ich meine, wir haben natürlich nicht die ganzen Zahlen und Fakten und so, wie die ganzen Ämter und so, und wenn die Zahlen stabil sind, man weiß ja nie, was das für Zahlen sind, die man halt in der Öffentlichkeit liest oder so. Ich finde es okay, dass die Sachen vielleicht ausprobieren. Ne? Ich persönlich wäre halt lieber auf Nummer sicher gegangen und würde jetzt nicht noch mehr lockern, weil ich finde, also einfach so einen Mundschutz aufziehen, auch beim Einkaufen. Ich meine, wie lange gehst du einkaufen? Höchstens eine halbe Stunde. Ja, also, und das meine ich ja. Das finde ich, halt, find ich halt okay. Warum soll ich jetzt, obwohl die Zahlen ja so niedrig bleiben gerade, dann jetzt einfach sagen, ach ja, aber beim Einkaufen nehmen wir sie weg, weil dann mache ich ja einen Herd auf, wo ja richtig was abgeben kann. Deswegen, ja, also das wäre natürlich doof. Ich persönlich würde einfach alles lassen, so wie es ist. Die Geschäfte haben halt auf, alle wieder. Restaurants haben halt ein paar Plätze weniger, aber haben auch wieder regelmäßig geöffnet, sind auch wieder besucht. So langsam erholt sich halt die Wirtschaft wieder, finde ich. Und wenn das jetzt so weiter gemacht wird, bis ein Impfstoff da ist, was bestimmt noch ein halbes Jahr Minimum dauern wird. Ich habe 7 Jahre gehört letztens noch von jemandem, der da involviert ist. Nee, die machen ja schon Test rein. Also ja, aber das Ding muss ja dann auch erstmal auf den Markt kommen. Also, ja, aber die machen das ja nicht jetzt so. Die lassen sich ja nicht so viel Zeit, wie wenn die jetzt in aller Ruhe an irgendeinem anderen Impfstoff. Ja, das ist klar. Die sind natürlich, die sind hinterher und führen keine richtigen jahrelangen Testreihen durch. Die sind auf kurz und knapp. So. Und deswegen werden die, also Minimum ein halbes Jahr bis Jahr. Und dann haben wir einen Impfstoff. So. Und ich finde, bis dahin sollte halt einfach, so wie es jetzt ist, sollte es eigentlich weitergehen. Weil
Die Maske gehört mittlerweile, finde ich, dazu. Jeder hat eine, alle halten sich dran und alle achten auch darauf, sich die Hände zu desinfizieren, zu waschen. Ich finde es okay, so wie es und da mache. Schließt sich gerade der Kreis, weil da bin ich absolut wieder bei dir. Weil ich denke mir, du kannst eigentlich an jedem Schräubchen drehen. Du kannst sagen, ey, lass wieder alle Leute in die Restaurants und lass wieder alle Leute in die Läden. Keine Begrenzung mehr mit 80 Personen oder so beim Einkaufen. Hauptsache, jeder trägt seine Maske und wäscht sich die Hände, weil das sind die wichtigsten Sachen. Weil seien wir mal ganz ehrlich, ob ich mit 90 Leuten in einem Supermarkt einkaufen gehe oder mit 300, solange ich meine Maske trage und die anderen ihre Maske tragen und ich mir danach die Hände wasche, ist es fast schon egal, wie viele Menschen da sind. Ja, ich finde, also sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht zu lange reden, warte nur. Ich will nur eigentlich darauf hinaus, es ist weniger fahrlässig zu sagen, wir lassen mehr Leute rein, als zu sagen, keiner trägt meine Maske. Deswegen, die Maske das ist eigentlich das, wichtig. Wo ich drauf hinaus wollte. Und das verstehe ich nicht, weil es wäre auch besser für die Wirtschaft, wenn in die Läden wieder mehr Leute dürften. Und deswegen verstehe ich diese Idee nicht und habe als Bürger dieses Landes jetzt wieder das Gefühl, da entscheiden irgendwelche Leute nur irgendwas, damit sie sagen können, ja, wir kümmern uns ja darum. Und das Ergebnis ist dann, dass man sagt, ja, beim Einkaufen braucht keiner mehr eine Maske. Im Prinzip, die beugen sich ja eigentlich dem Druck, der von verschiedenen Seiten da kommt. Stattdessen, dass sie sagen, nee, wir verstehen, warum ihr da Druck macht, aber wir lassen das so, wie es jetzt ist, weil es jetzt so gut ist. Da ist halt auch so typisch deutsch, ne? Nicht so richtig klare Kante zeigen, sondern auch gerne mal nachgeben. Ja, ich glaube, wir drehen es im Kreis. Genau. Die Message ist, glaube ich, klar geworden. Aber an sich, ich muss halt wirklich sagen, ich bin doch irgendwie auch so ein bisschen stolz, wie das hier in Deutschland abgelaufen ist. Ja, das muss ich sagen. Klar. Ich bin wirklich, ich habe mich zu jeder Zeit, habe ich mich hier sicher gefühlt. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Auch ich musste die Corona-Hotline mal anrufen. Ich wurde gut. Ich hatte sofort einen Ansprechpartner, ich wurde sofort zurückgerufen. Aber das finde ich jetzt interessant. Ne? Du kannst ja vielleicht nur meinen eigenen Worten kurz wiedergeben, wie das so abläuft an der Corona-Hotline. Ja, also wenn du halt irgendwie erfährst, dass du mit einem vielleicht Kontakt hattest, der halt positiv ist, dann musst du halt da anrufen und die fragen dich halt aus, ne? Wann, wie lange war der Kontakt, wie intensiv war der Kontakt, ob man Symptome hat, wer diese Person ist, weil eigentlich, also jeder Corona-Infizierte, der ist halt eigentlich da registriert, ne? Und also man meldet sich ja da und gibt natürlich dann auch die Person an, mit denen man engen Kontakt hatte. Also das enge Kontakt bedeutet im Prinzip, also jetzt nicht, also rumknutschen natürlich auch, aber wenn du jetzt intensiv so Minimum 15 Minuten mit jemandem so normal ein Gespräch führst, das reicht halt schon so. Und das war bei mir halt nicht der Fall, ne? Der infiziert war, der ist halt an mir vorbeigelaufen so und halt mehr auch nicht. Der hatte mich jetzt auch selber auch nicht als Kontaktperson dort angegeben. Deswegen war bei mir kein Test nötig, weil einfach der Kontakt halt zu niedrig war. Aber die haben da halt wirklich so bestimmte Stufen, inwieweit man engen Kontakt oder nicht so engen Kontakt hatte. Und ich habe mich da gut beraten gefühlt und natürlich, man muss halt den Leuten irgendwie vertrauen. Ne? Jeder möchte eigentlich sich testen lassen, um 100% sicher zu sein. Das kann man halt nicht leisten. Deswegen muss man den Leuten einfach vertrauen. Die wissen, was sie machen. Also wir meckern immer noch auf hohem Niveau. Ja. Ne? Ja. Ich fände es trotzdem cool, wenn ich auf der Arbeit mindestens einmal die Woche getestet werde. So, Stößchen. Wir trinken mal ein alkoholfreies Pilz. Das ist ein Naturtrip. Guck mal, da ist irgendwas drin. Lass mal uns mal schmecken. Vielleicht noch ein Shoutout, ein neuer Sponsor. Das ist geil. Aber was ist da drin? Schmeckt gut. Mücke alkoholfrei. Gefällt mir. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, was genau ich da rausschmecke, aber es schmeckt sehr, sehr süffig. Und vielleicht die Mandarina Bavaria. Ah, wo liest du das denn? Steht hinten drauf. Yo. Das hört sich cool an. Aber steht da wirklich drauf, alkoholfrei? Also, weil ich suche den genauen Alkoholgehalt. Da wird wahrscheinlich so 0,9 oder so drin sein. 0, ja. Hast du gefunden? Nee. Warte mal, wir haben noch irgendwo Zettel hier, ne? Wo ist? Nein. Warte mal, wo ist das denn? Wir können ja schon mal passend zum Bierchen jetzt gerade das nächste Thema kurz anschneiden. Trommelwirbel, ist richtig cool. Bayern hat das Double gewonnen. Ja, absolut herzlichen verdient. Herzlichen Glückwunsch, ciao. Nächstes Thema. Na, ich möchte da gerne nochmal was zu sagen. Okay. Ich habe das Spiel gestern gesehen. Ich
Also ich war als kleines Kind Bayern-Fan, muss ich sagen. Danach bin ich dann halt zu Schalke konvertiert. Aber ich habe Bayern eigentlich immer verfolgt und wenn Bayern irgendwie immer gespielt hat, außer es war jetzt gegen Schalke, war ich eigentlich immer für Bayern. So. Und jetzt, muss ich sagen, wird mir der Verein auch immer ein bisschen sympathischer, weil natürlich der Hoeneß jetzt ein bisschen im Hintergrund geraten ist, Oli Kahn ist jetzt da drin. Also ich finde so, das Image von Bayern ist so ein bisschen sich jetzt am Wandeln. Boah, schlechtes Deutsch, Junge. Ja, war gut. Und die Mannschaft hat mich voll überzeugt. Es sind junge Leute, es sind coole Leute. Der Trainer Hansi Flick hat mich auch voll überzeugt. Und ich habe denen die Das stimmt. Meisterschaft gegönnt, vor allem auch dem Trainer, der natürlich den Verein jetzt nicht in so einer geilen Lage übernommen hat. Ne? Herr Kovac hat sich ein bisschen. Kovac dachte sich halt einfach mal, wir Ja. machen die Bundesliga wieder spannend. Eigentlich Richtig, sehr genau. sympathisch. Und der hat was Geiles aus der Mannschaft gezaubert. Double absolut verdient. Gut, Leverkusen ist natürlich auch eine starke Mannschaft. Deswegen natürlich dann auch die zwei Tore auch verdient, muss man sagen. Aber im Endeffekt verdienter Sieg von Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Ich drücke jetzt Bayern die Daumen, dass sie auch das Triple Ich wollte holen. gerade sagen, das Triple ist ja immer noch möglich. Triple ist möglich. Die haben jetzt einen Monat Zeit, sich darauf vorzubereiten. Boateng kann sich kurieren, hat gestern ein geiles Spiel gemacht. Meiner Meinung nach sollten die den Boateng halten. Richtig geiler Routinier. Cooler Typ. Vielleicht wird er auch noch mal Präsident. Wie der. Boah, ja, auf jeden Fall. Bundeskanzler. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jerome Boateng. Ich nehme diese Wahl an. Ey, Hier könnt ihr Mann, meine wir haben Brille es kaufen. gejinxt, Leute, ihr wisst Es Bescheid, war nur ey. Spaß. Ich mag den. Er ist ein guter Verteidiger. Ja, aber der wäre halt genauso schlecht geeignet als Präsident wie Kane. Ja, Aber egal. natürlich. Auf jeden Fall, ich drücke den jetzt in der Champions League die Daumen. Gegen Chelsea, Rückspiel. Hinspiel haben sie gut gewonnen. Rückspiel sollten sie eigentlich auch Ich gewinnen. denke auch, das Ding ist durch für die nächste Wenn Runde man zumindest. überlegt, wer noch drin ist, ich glaube, Liverpool ist draußen mittlerweile schon, ne? Ich muss ehrlich Ich gestehen, glaube, ich habe Liverpool hat gar gegen keinen Überblick Atletico, mehr. haben die, ich glaube, im Hinspiel schon deutlich verloren. Also die Chancen, dass die weiter sind, glaube ich, sind gering. Real Madrid ist im Moment auch jetzt nicht so on point. Barcelona halt auch nicht so geil. Die einzigen, die stark sind, ist Man City. Ich weiß auch gar nicht, ob die sind ja auch noch drin. Keine Ahnung, ist jetzt Ich wieder guck so mal Halbwissen gleich, hier. wer drin ist. Ich wollte. Aber ich muss sagen, also jetzt die Chance, dass Bayern die Champions League gewinnt, ist sehr, sehr groß. Ich glaube, so groß wie noch nie zuvor. Und ich würde es denen wirklich gönnen. Ich würde es dem Trainer gönnen, ich würde es dem Verein gönnen. Ich würde es den Spielern gönnen. Ja. Also ich muss sagen, es ist ein toller Verein im Moment, da läuft's. Also wir Also. haben noch Neapel, Barca, Juve, Lyon, Chelsea, Bayern, Yay. Real und Man City. Also ich bin da bei dir. Also Neapel kannst du vergessen. Juve, ja gut, ist halt Ronaldo, aber mein Gott. Ich meine, gerade in dem Finale sind wir uns, glaube ich, einig, kann eh jeder jeden schlagen an Ja. einem guten und schlechten Hat man Tag. ja im Finale daheim gesehen, Aber ne? über zwei Spiele, wenn ich ehrlich bin, gerade wie du schon gesagt hast mit der Formkurve, ich kann mir nicht vorstellen, dass weder Barca, Juve, Real noch Man City in der aktuellen Form über Nein. zwei Spiele Bayern raushauen. Es ist aber auch noch einen Monat hin, ne? Ja. Wo ich aber eigentlich drauf hinaus wollte. Ich habe gar nicht gedacht, dass du da so extrem zur Stellung bist, aber finde ich Ja, super. ich muss Nein, finde ich mal, also ich super. finde Finde es ich gut. geil. Ich dachte, Also, dass du. apropos Pokalfinale, was sagst du denn zu den Frauen? Ja. Die SGS Essen hat Gegen gegen Wolfsburg. Wolfsburg gespielt. Also Essen war ja Das war unendlich unterlegen ja und David gegen Goliath, ne? genau, ich glaube Der Wolfsburg Kader, hat. ich glaube, der Kader von Wolfsburg sind, glaube ich, 6 oder 7 Millionen, ja? Ist für eine Frauenmannschaft Ja, viel, ja. ne? Und ich glaube, von Deutschland 350.000, glaube ich. Es Muss man sich ist. mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich fand's. Es ist natürlich schade, weil man hält ja immer zu dem Underdog ein bisschen. Und Essen hat, glaube ich, in der ersten Minute und in der 93. Minute Ja. das Tor geschossen. Also Ne, es die haben ja war. den mal drei geschossen, ne? Die haben ja drei Ich geschossen. weiß aber nicht, Ach wann das so. da drin war. Die Ach sind in so. der ersten Minute, die sind ja nach 15 Sekunden in Führung Ja, gegangen 2-1 haben sie und in der geführt, ne? 93. haben sie das Tor zur Verlängerung Ja. gemacht. Also Ja. das ist ja egal, wer spielt und egal, ob Frauenfußball oder Champions League-Finale. Ein Spiel mit so einem Verlauf ist ja unfassbar gut. Und ich muss sagen, ich habe nur diese 6,5-minütige Ja, Zusammenfassung ich habe es gesehen. gesehen, es war sehr Ich unterhaltsam, fand, das war, war die ein haben sehr gekämpft, hohes es war Niveau. sehr, sehr gut, Sehr hohes sehr, sehr Niveau. gut. Die Elfmeter, muss ich ehrlich gesagt sagen, waren relativ schwach geschossen, die Ja, daneben gingen. ja. Ich finde, es ist halt
es tut immer weh, in einem Elfmeterschießen zu verlieren, weil du halt so knapp davor bist. Aber ich finde, das war wirklich Werbung für den Frauenfußball. Ne? Und ich bin da jetzt, ich habe nichts gegen Frauenfußball, ich gucke es aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, aber also ich fand, das war jetzt wirklich Werbung. Also ich habe es gestern halt geguckt, durch Zufall, und hat mich gefreut, dass Essen halt im Finale war, weil die halt einfach eher ein kleinerer Verein sind. Und es war unterhaltsamer Fußball, hat für den Frauenfußball gesprochen. Wo ich aber eigentlich durch das Double hin wollte, ist zu dem Leroy Sané-Transfer von Bayern, der jetzt nach gefühlt 20 Jahren endlich durchgegangen ist. Und wenn du dazu gleich was sagen möchtest, kannst du das natürlich gerne machen. Ich habe mir allerdings im Vorfeld gedacht, ich glaube, es ist jetzt müßig zu analysieren, ob das ein guter Deal ist oder nicht, weil ich glaube, das kann man relativ schnell abhaken. Meine eigentliche Frage zu der Verpflichtung von Leroy Sané wäre viel eher, wenn wir uns jetzt mal die Bundesliga angucken. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, natürlich immer vorausgesetzt, alle bleiben gesund, eigentlich ist die Bundesliga völlig im Eimer. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn Dortmund und Leipzig einen einigermaßen guten Job machen im Verhältnis zu allen anderen, über 34 Spieltage, wenn alle gesund sind, kommt da über in den nächsten 20 Jahren auch niemand an Bayern ran. Sinnbildlich dafür war gestern beim Finale, ich muss wieder drauf zurückkommen, sorry. Ja, gerne. 80. Minute, wen wechselt Bayern ein? Thiago und Coutinho. Also, ja. Das war für mich sinnbildlich so für die Dominanz. Oh. Und wen wechselt Leverkusen ein? Mitchell Weiser. Nichts gegen Mitchell Weiser, aber es ist einfach ein Klassenunterschied. Und ist einfach. Weil du gerade, da musste ich dran denken, Coutinho. Ich habe unter irgendeinem Video den Kommentar gesehen, ich musste so lachen. Weil Coutinho ist für mich immer noch so ein Schönwetterfußballer. Ich kann mich mit dem nicht so richtig identifizieren. Ich habe nichts gegen den, ich finde den aber auch nicht geil. Und ich habe das schon wieder total vergessen, aber es stimmt. Der ist ja von Liverpool zu Barca gegangen und hatte ja ne schön großes Maul, er will die Champions League gewinnen. Ja. Und jetzt hat Liverpool die Champions League gewonnen. Und ich denke mir, Junge, und er dreht sich da im Kreis. Egal. Ja, okay. Ja, Bundesliga wird nicht mehr so spannend sein. Dortmund, die haben eigentlich einen guten Kader, aber läuft irgendwie noch nicht ganz so rund. Vielleicht nutzen die Vorbereitung auch ein bisschen. Leipzig interessiert mich nicht, will ich keine Worte drüber sagen. Na, ich meine jetzt nicht irgendwie von der Sympathie. Ich meine nur einfach, wenn es um den Wettkampf geht. Ja, die Bundesliga ist halt entschieden. Außer Bayern verletzt sich jetzt die Hälfte. Und selbst dann hätten die noch Chancen, Dritter zu werden oder Zweiter. Und ich habe mich da vor 2-3 Jahren, als das zum ersten Mal zum Gespräch kam, habe ich mich da maßlos drüber aufgeregt. Mittlerweile überlege ich aber, ob das nicht vielleicht sogar wirklich besser ist, wenn die zusammen mit Real, Barca, Liverpool diese Superliga bilden. Die hatte ja damals auch einen Namen, da komme ich leider nicht mehr drauf. Super League. War das wirklich so? Ich weiß nicht, klingt doch gut. Wo alle Teams, die einfach über den anderen sind, quasi nicht eine Champions League spielen, sondern eine eigene Liga nochmal. Das ist natürlich, ne, die Reichen werden reicher, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist sicherlich natürlich auch grob fragwürdig. Aber ich finde es, glaube ich, tatsächlich auch, jetzt egal, ob du vom deutschen Fußball redest, in England gibt es sicherlich noch ein paar Titelkandidaten mehr, aber in Italien, wie oft hat Juve jetzt hintereinander gewonnen, macht es die eigentlichen Ligen nicht vielleicht sogar interessanter? Und alles gut? Ja. Okay. Macht es die eigentlichen Ligen vielleicht sogar interessanter? Man muss das jetzt mal beobachten, aber das war so das Erste, was ich mir gedacht hatte bei dem Leroy Sané-Transfer. Auch alleine, dass Leroy Sané dann sagt, dass ein Junge, der aus Deutschland kommt und sagt, ja, für mich gibt es nur eine Option und wenn, dann ist es Bayern. Mhm. Also du hast ja auch eigentlich, man muss Bayern jetzt auch stark halten, weil Bayern die einzigen sind, die Weltstars nach Deutschland locken können. Und ich glaube, das fährt sich so langsam immer fester und du hast einfach keine Chance mehr, da irgendwie ranzukommen. Das finde ich sehr, sehr schade. Wenn du quasi einen Ligabetrieb hast, der über 34 Spieltage geht und trotzdem vorher absolut klar ist. Ja, da hätte ich was Interessantes zu sagen. Ich finde da diese Super League finde ich halt nicht so gut irgendwie, weil das schwächt ja im Prinzip, also wonach richtest du dich, wer kommt in diese Liga, wer nicht, das wird schon schwierig sein. So. Und dann ist halt die Frage, spielen die dann in der normalen Liga auch oder sind die komplett ausgegliedert?
Dann wiederum ist halt irgendwie dann, finde ich, die Sache, das schwächt dann jede Liga anders. Was ist mit der Champions League? Wird die abgeschafft? Und das ist also, ich persönlich sehe es, also ich würde da eher einen Vorschlag machen, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Ich würde es wie im Football machen. Ich würde so eine Salary Cap würde ich halt machen, dass jeder Verein im Prinzip, gut, also in Deutschland wird das nicht möglich sein, weil da halt die Spannen zwischen den Vereinen zu groß sind, aber dass man ungefähr so, dass jeder so den gleichen Etat hat. Da ist natürlich dann auch mal gute Spieler bei kleineren Vereinen spielen. Ganz kurz so. Für Leute, die das System nicht kennen, ganz, ganz simpel erklärt wäre, wir haben jetzt 18 Bundesligisten und jeder darf 100 Millionen ausgeben. Egal, ob du größer bist oder kleiner, ja. Jeder kriegt 100 Millionen und dann gewinnt halt der, der im Endeffekt mit diesen 100 Millionen die besten Spieler holt, den Trainer hat, der diese Spieler, die man geholt hat, am besten auf die Gegner einstellt, blablabla. Aber du hast halt einen fairen Wettbewerb. Und wenn man sich mal die Super Bowls der letzten Jahre anguckt, das war ja eigentlich schon immer so, das ist ja ein Highlight, wenn jemand mal zweimal hintereinander gewinnt oder zweimal hintereinander also überhaupt ins Super Bowl kommt. Ja, also das halt, du hast halt, aber du hast halt im Football hast du halt, gut, du hast Teams, die sind halt schon immer ein bisschen besser aufgestellt. Du hast Teams, die haben nicht ganz so einen guten Kader, aber das kann sich halt auch immer schnell ändern. An sich kann jedes Team jeden schlagen, so. So, und das ist in der Bundesliga halt nicht. Und das ist ja, ich gebe dir recht, wie du am Anfang schon gesagt hast, wie regelt man das dann mit Champions League und so, wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Aber es wäre vielleicht mal ein Schritt, um zu sagen, hey, dann lass die Leute, die NFL spielen wollen, lass die da NFL spielen in ihrer Superliga aus Bayern, Real Madrid und hast du nicht gesehen. Und dann hast du diese unteren Ligen, wo dann aber alle Teams quasi in sich auch wieder eine Chance auf den Titel haben, theoretisch. Das ist natürlich für die Teams total uninteressant, weil man in dieser Superliga mehr Geld verdient. Aber ich denke jetzt mal egoistisch aus Sicht eines Fans, fände ich es viel geiler, in Deutschland eine Liga zu haben, in der Bayern raus ist. Und stattdessen hast du irgendwie, wer ist jetzt knapp nicht aufgeschrieben, Hamburg wieder drin, meinetwegen. Und du hast diese 18 Teams. Und natürlich hätten Dortmund und Leipzig immer noch große Vorteile gegenüber den anderen. Aber es wäre viel spannender. Dass das natürlich nicht so einfach umsetzbar ist aus wirtschaftlichen Gründen, ist mir klar. Aber gerade so dieser Leroy Sané-Transfer, das war jetzt für mich nochmal so, sind wir war mal schon, ganz ehrlich, da ist keine Chance mehr für war schon ein guter Mann. Move, wenn das die jetzt super. Eine Mannschaft haben. Hey, für Bayern als Mannschaft unfassbar richtig, gut. Richtig aber gut, für die Bundesliga sitzt man eigentlich da und sagt sich, tut mir leid. Also, dass Schalke nicht Meister wird nächstes Jahr, ist mir glaube ich trotzdem eben klar. Aber es ist so ein bisschen so, Leute, die waren eh schon besser als alle anderen und jetzt ist einfach nochmal... Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, die ich finde ich auch nochmal ein bisschen mehr Gerechtigkeit machen würde, wenn man so dieses Playoff-System halt so ein bisschen übernimmt, dass man jetzt nicht sagt, der Erste, der oben ist, wird halt Meister, sondern dass man halt, weiß ich nicht, vielleicht auch die Bundesliga in so Conferences so einteilt. Sage ich jetzt mal. Ja. So, und dass du dann natürlich halt, dass dann geguckt wird, gegen wen wird gespielt und so, dass das halt auch gerecht bleibt und dass das dann halt wie im Football ist, dass du dann halt so ein Playoffs hast und dann halt so ein Finale halt hast, so, finde ich. Weil da ist halt die Chance auch größer, dass ein Favorit mal irgendwie stolpert, sage ich jetzt mal, weißt du so. Und dann hast du auf einmal irgendwie einen anderen so. Ich finde, das würde auch ein bisschen Spannung bringen, als jetzt immer, wenn dann Bayern beim, weiß ich nicht, 25. Spieltag Meister ist, so gefühlt, oder dann ist halt die halt so. Ich also finde, das ist cool. Vielleicht wird durch diese Übermacht von Bayern jetzt doch irgendwann nochmal zumindest darüber nachgedacht. Ich finde das cool, weil guck mal, dann ist. Lass uns mal kurz eine Pause machen. Ja. Weil ich gleich noch ein anderes Thema habe und dann haben wir hier eine schöne Stelle, an der wir schneiden können. Oder möchtest du noch abschließend zu Bayern irgendwas sagen? Nö. Schönes Trikot, finde ich, muss ich sagen. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur das von Dortmund gesehen. Ja, Elektrik! Scheiße, ey. Da geht mir als Schalker natürlich das Herz auf. Also das Ding ist ja... So pottenhässlich. Vor allen Dingen mit diesem dicken Viereckblock, da von 1 und 1 drauf ist. Du hast dieses Zackensystem und dann kommt dieses Pokémon. Also aus dem Pokémon. Gar nicht mehr. Hast du denn noch ein Schalke-Trikot gesehen? Nee. Oh, Junge. Also, wir machen kurze Pause. Ich gucke mir das Schalke-Trikot an und das Bayern-Trikot und dann steigen wir damit wieder ein. Ich bin gespannt. Nehmen wir auf? Ja. Hallo? Yes. Okay, also Flo hat mir gerade das Bayern-Trikot gezeigt. Ich finde es schön, schlicht und schön. Viel mehr kann man da nicht zu sagen. Das neue Schalke-Trikot finde ich auch gut. Also, ich kann nicht.
Ich gucke gerade auf das, also das angebliche Auswärtstrikot von Schalke. Mit, ich denke mal, das ist die Arena mit der A40 nebenan drauf, ne? Mhm. Boah, nee, das geht gar nicht, Mann. Auch mit dem Blau, das stimmt nichts. Also farblich stimmt das nicht. Die Idee finde ich ganz cool. Aber das sieht ja furchtbar aus. Sieht aus, kennst du noch diese Teppiche, die man als Kind hatte mit der Straße drauf? Ja. Junge. Okay, und dann, also das ist wohl das Ausweichtrikot. Das ist cool, das Grüne. Warte, geh nochmal zurück. Bitte auf das. Ich finde, boah, das tut mir so leid, weil ich finde die Idee so cool, weil die Schalke Arena, das in der Mitte der Arena ist das Emblem. Die Idee ist so cool, ne? Aber es sieht so scheiße aus. Das ist also unfassbar. Wir warten erstmal ab, aber für mich sieht das schon relativ. Das tut mir immer so richtig leid, weil irgendjemand hatte da eine richtig coole Idee, aber es ist nicht gut umgesetzt. Es sieht nicht gut aus, leider. Also man muss natürlich, also es sind halt nur so, also es ist jetzt nicht, dass es jemand trägt und dann ein Bild gemacht wurde. Also das ich glaube, man muss es vielleicht sehen, wenn es jemand nochmal trägt. Oder vielleicht, alleine würde es vielleicht schon reichen, wenn man das Straßennetz nicht in so einem starken Kontrast hat. Weißt du, wenn das so leicht abgeschwächt wäre, dass man ist nur, wenn man näher hinguckt. Ist vielleicht ja auch. Aber ne? Wenn das wirklich so krass da drauf gedruckt ist, bitte, bitte Leute, überarbeitet das nochmal, weil die Idee ist so cool. Prinzipiell, alleine der Gedanke dahinter, würde ich mir das Trikot holen, weil ich finde sowas ist richtig, richtig cool mit einem Gedanken dahinter. Finde ich auch, nämlich. Einfach nochmal dran setzen und ein bisschen an den Farben drehen. Oder an den Kontrasten und dann. Das Ausweichtrikot auch solide, ne? Es ist so find ein. So finde ich nennt gut. Man das ja, also kein knalles Grün, ein dunkles Grün. Starkes Ausweichtrikot. Grünes Hoffnung, ne? Weißt du Bescheid? Die braucht Schalke auch. Okay. So, weil wir gerade bei Schalke waren. Wir müssen es nochmal kurz ansprechen, weil wir letzte Woche über Tönnies geredet haben und ich glaube, ein oder zwei Tage später war er weg. Was glaubst du? Wird das irgendwelche Konsequenzen für den Verein haben? Wird irgendwas passieren dadurch? Oder bist du jetzt erstmal froh, dass er weg ist? Oder vielleicht im Nachhinein doch enttäuscht? Also erstmal finde ich es richtig, dass er jetzt erstmal seinen Posten abgegeben hat. So, das finde ich erstmal gut. Es ist einfach zu viel passiert jetzt. Also das hat so eine, auch wenn es nichts im Endeffekt nicht so viel mit dem Verein zu tun hat, das hat super viel Unruhe in den Verein gebracht. So. Und gerade in der Phase, in der Schalke gerade ist, wo es sportlich nicht so gut läuft, können die sowas halt auch nicht gebrauchen. Dass der Druck von außen natürlich auch immer größer wurde, spielt natürlich auch nochmal dazu. Ich finde es richtig, dass er seine Ämter abgegeben hat. So. Ich persönlich glaube aber nicht, dass Tönnies nichts mehr auf Schalke zu sagen hat. Ich glaube, dass der immer irgendwie auf Schalke noch ein bisschen was mitreden kann, dass immer noch ein bisschen Geld von ihm so als stiller Teilhaber einfließen wird. Weil ohne Tönnies kann Schalke nicht, finanziell vor allem nicht, definitiv nicht. Ich glaube aber, dass das so dann die richtige Lösung ist, dass er praktisch aus dem Verein sich so zurückgezogen hat und dann vielleicht so im Hintergrund wie so ein, weiß nicht, Sponsor oder kein, also da halt so als Privatperson den Verein unterstützt, so. Finde ich, wenn das so der Fall ist, was ich glaube, finde ich eine ganz gute Lösung, aber der musste den Posten abgeben, das war nicht mehr tragbar so. Ich bin absolut bei dir, das war nicht mehr tragbar, was da passiert ist, weil du einfach in dem Amt nicht so viel Unruhe reinbringen darfst. Ja. Ich hoffe wirklich, vielleicht hast du da mehr gehört als ich, weil das war mir jetzt gar nicht bekannt. Aber ich hoffe wirklich, dass es so ist, wie du sagst, dass er da einfach, weil er Fan ist auch irgendwo, diesem Verein erhalten bleibt. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ohne den gäbe es den Gazprom-Deal nicht. Und wenn man einen Schritt weiter geht, man sieht ja im Moment, wie Schalke finanziell aufgestellt ist. Die haben jetzt einen neuen Ärmelsponsor und die kriegen da über 5 Jahre, ich glaube 1,5 Millionen mehr und feiern das, als hätten die Meisterschaft gewonnen, gefühlt. Ja. Also, und wenn die 1,5 Millionen über 5 Jahre so sehr feiern, dann kann man ungefähr abschätzen, wie schlecht es denen geht. Ja, sehr schlecht. Und stell dir mal vor, Gazprom würde jetzt noch wegbrechen. Ja. Von daher, wenn das so ist,
Also ich weiß es nicht. Tönnies ist einfach, ja, aber das kann ja sein. Ne? Das wäre, glaube ich, aus Schalke Sicht, das wäre halt das Beste, wie man aus der Situation kommt, dass man einfach sagt, Tönnies ist niemand mehr, der den Verein nach außen hin vertritt, weil das kann er einfach nicht. Er ist wirtschaftlich gesehen ein super Typ, irgendwo, weil er hinter den Kulissen, sonst wäre er nicht so erfolgreich, sein Leben lang scheinbar sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Als Position, die nach außen hin, oder als Person, die nach außen hin aber so einen Verein vertritt, da sind ihm einfach auch zu viele, zu unglückliche Dinge in zu kurzer Zeit passiert. Und ich hoffe wirklich, dass es genauso ist, wie du sagst, dass er dann sagt, okay, hinter den Kulissen gucken wir aber, was wir trotzdem noch machen können, um dem Verein zu helfen. Weil Tönnies ist ein ganz, ganz großer Schalke-Fan. Liegt dem Verein so sehr am Herzen wie Bayern Uli Hoeneß. Also, und ich fand es auch gut, ich habe ja wirklich gedacht, dass da nochmal ein Shitstorm kommt, wenn der jetzt austritt. Und ich glaube aber, ich meine, ein paar Vollidioten hast du immer dabei. Ja, und wir haben uns letzte Woche auch über ihn aufgeregt, auch zu Recht, nachdem was passiert ist. Aber ich glaube, und das ist, glaube ich, auch bei dem Großteil so der Leute, und das finde ich super, und das steht ja auch eigentlich für Schalke. Ich glaube, trotzdem ist jedem bewusst, was dieser Mann für den Verein getan hat. Und dem rennt jetzt keiner mit Fackeln hinterher und sagt, der soll abhauen. Es ist jetzt gerade einfach so dieses, hey, er ist nicht mehr da ganz oben dran und vertritt den Verein. Er ist aber immer noch herzlich willkommen in der Arena, glaube ich, auch für jeden. Und also ich würde den niemals auspfeifen. Und wenn das Leute machen, meinen, sie müssten es tun, kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ich finde, es gehört sich nicht, weil er viel für den Verein gemacht vielleicht hat. Vielleicht wird er einmal von der Nordkurve ausgepfiffen, aber das hat er dann irgendwie vielleicht auch einmal verdient. So. Aber dann ist er auch, glaube ich, irgendwann gut. Genau. Also einmal muss er sich das gefallen lassen, wie jeder, der auf Schalke Scheiße baut, muss oder wird einmal ausgepfiffen, egal wer. Ne? So. Aber dann, glaube ich, wird es auch gut sein, weil... Ja. Und weil die Schalke wollte tatsächlich, das habe ich irgendwo gelesen, wollte ja Tönnies nochmal um Geld anpumpen. Die wollten, also die brauchten, also und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke gesagt hat, ja, tschüss Sikorski, du bist weg jetzt so, ne? Dafür ist er viel zu wertvoll. Also die werden das mit ihm wahrscheinlich besprochen haben, dass er offiziell alles so zurückzieht und dann als Fan und Unterstützer des Vereins irgendwie noch so fungiert. Ja. Und das finde ich eine gute Lösung. Endlich mal was Intelligentes von Schalke. Ich bin ja sowieso. Ich meine, es ist immer leichter gesagt als getan, aber ich hatte letztens spontan, ist mir das irgendwie in den Kopf gekommen, ich habe beim Aufräumen eine alte Schalke-CD von mir wieder gefunden. Und ich war so traurig, weil du kennst ja auch noch viele der alten Songs und nichts, was da irgendwie, Schalke hat ja eine sehr, sehr große musikalische Tradition. Mhm. Also es gibt wenige Vereine in Deutschland, die so viele Songs haben, die auch so tiefgründig sind teilweise. Und mit keinem dieser Songs kannst du eigentlich der Mannschaft jetzt noch irgendwie eine Identifikation geben. Also es stimmt einfach nicht mehr, was da gesungen wird. Und das finde ich so schade. Der Einzige, der sich damit identifiziert, ist Stamboli. Der hat einen Post, weiß nicht, hast du den gelesen? Ja, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Naja, ist Sympathieträger schlechthin, finde ich gut. Die sind ja angeblich, gehen die nochmal in Gespräche mit dem, das würde ich sehr, sehr begrüßen. Würde ich auch sehr begrüßen. Weil es ist mir egal, wie der spielt, aber ich will einfach, ich finde es schon so unfair, sorry, wir regen uns da heute nicht so lange drüber auf wie letztes Mal, aber um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, du hast jemanden wie Stambouli, der sich wirklich den Allerwertesten für diesen Verein aufreißt. Und nichts gegen Alexander Nübel, vor allen Dingen nicht zu Beginn der letzten Saison, aber du hast einen 23-jährigen Torwart, der irgendwie 2 Spiele bis dahin für Schalke gemacht hat und der wird dann Kapitän. Ich verstehe nicht, warum Benjamin Stambouli so wenig Anerkennung kriegt und der ist ja kein teurer Spieler, der kostet ja nicht 20 Millionen im Jahr. Ich verstehe nicht, dass der Verein nicht alleine schon sagt, weil du so eine Identifikation und so ein Leitwolf bist und so eine auch Motivation für die anderen, wir wollen dich hier halten. Und dann kommt wieder so ein richtiger Schalke-Transfer, wo du einen Daniel Caligiuri wieder umsonst an Augsburg abgibst. Wo ich mir auch denke, der war 3,5 Jahre auf Schalke, ich liebe den, es tut mir so weh, dass der weg ist. Ich kann es aber verstehen irgendwo, weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich hätte ihn gehalten. Ich kann mir aber noch irgendwie zurechtreden, warum er weg ist. Ich kann mir aber irgendwie zurechtreden, warum man den nicht gehalten hat.
Auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin. Aber wie kann es schon wieder passieren, dass ich für so einen Spieler, der einiges noch wert ist, noch nicht mal 1,5 Millionen kriege oder so? Weil dann hättest du das Jahresgeld für Stambouli schon wieder drin. Aber schon wieder, umsonst weg. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was die da machen. Aber gut. Haken wir Fußball für heute ab? Ja. Wir haben nämlich noch ein ganz, ganz großes Thema. Und zwar haben die New England Patriots einen neuen Quarterback. Ah ja, stimmt. Oh, wird eine lange Folge heute, ne? Ja, vielleicht teilen wir die wieder in 1,5 Folgen. Okay. Ich kann nämlich auch nicht mehr so lange, aber ich kann dieses Thema nicht unangesprochen lassen. Und zwar, ich werde jetzt nicht erklären, wer Cam Newton ist und nicht erklären, wer Tom Brady ist. Ich denke, gerade diese beiden Namen auf der Quarterback-Position sind bekannt. Ja. Ich will einfach nur mit einem Zitat einsteigen von einem Experten, der das von Tom Brady gehört hat, beziehungsweise von einem Teamkollegen von Tom Brady aus New England. Und frei ins Deutsche übersetzt heißt das, Tom Brady war nicht bereit, sich für die New England Patriots nochmal von seinem Spielstil her zu verändern. Da frage ich mich auf der einen Seite, kann er das in dem Alter überhaupt noch? Kann er was anderes spielen? Und auf der anderen Seite ist jetzt aber die Frage, weil Cam Newton natürlich ein komplett anderer Spielertyp ist, glaubst du, abgesehen von dem Fakt, dass die Quarterbacks natürlich jetzt den Verein gewechselt haben, glaubst du, die New England Patriots sind besser mit Tom Brady oder mit Cam Newton? Also erstmal auf das Zitat muss ich eingehen. Also Tom Brady ist der GOAT. Also warum sollte er sich nochmal ändern? Also Deion Sanders, ich hoffe, du hörst nicht zu. Warum sollte er sich ändern? Also so wie er gespielt hat, ist gut. Ist gut. War okay, Tom. Hast du ganz gut gemacht? War immer gut. Hast du ganz gut gemacht? Also, ne, warum sollte er sich jetzt so ändern? Also. Also, ich weiß es natürlich. Es kann ja sein, dass Bill Belichick gesagt hat, pass auf, wir machen jetzt das und das. Und Tom Brady hat gesagt, nö, ich bin ja nicht dabei. Das ist ja auch ein Zitat, das kann sehr, sehr allgemein interpretiert werden. Also, meiner Meinung nach muss ein Tom Brady nicht seinen Spielstil ändern. Ja, finde ich auch. Finde ich, in seinem Alter ist es auch vielleicht nicht mehr so leicht, aber du kannst ja auch, also ein Quarterback, jeder Quarterback hat seinen eigenen Stil. Also kein Quarterback ändert seinen Stil. Also, ja, zumindest nicht mehr also so spät. Du baust ja auch immer ein Team um den Quarterback auf. Also du baust ja, also, ne, das ist eigentlich Fakt. Ne? Was ja zum Beispiel die Buccaneers auch gemacht haben. Die haben ja gefühlt mit 8 Picks 7 Leute für die Offensive reingeholt, um deswegen, Tom Brady zu schützen. Ja, um auf Cam Newton zu sprechen zu kommen, der ist ja, also Tom Brady ist ja noch so ein, ich nenne ihn jetzt mal Oldschool Quarterback, ne? Wirft viel, ist nicht so agil. Ich würde sagen, wenig bis gar nicht. Wenn er rennt, kommt er in Zeitlupe vorwärts, was auch gar nicht schlimm ist. Muss er auch nicht, weil er hat einen starken Arm, das reicht. Cam Newton ist natürlich genau das Gegenteil. Groß, dynamisch, schnell, robust. Kann blocken, kann rennen, kann aber auch halt gut werfen. Ist also dieser neue Hybrid-Quarterback, den es halt oft in der Liga jetzt gibt. Ne? Guter Move von den Patriots, den zu verpflichten, meiner Meinung nach. Das Erste, was ich dazu gelesen habe, war, warum? Der hat ja das Minimum gekriegt. Ich glaube, der verdient jetzt 1,5 Millionen dieses Jahr. Das ist ein Einjahresvertrag für 1,5 Millionen für Cam Newton. Und selbst wenn der jetzt viel Verletzungspech hatte und selbst wenn der kein Spiel macht nächstes Jahr, weil der verletzt ist, kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht wert ist, dieses Risiko einzugehen, für 1,5 Millionen einen ehemaligen MVP zu verpflichten. Ja, das ist ein MVP. Und ich finde es so krass, dass 29 Teams, gibt es 32 Teams? Ja, 32. Dass 31 Teams in der Liga, oder sagen wir 30, ich denke mal, Carolina hätte den jetzt nicht nochmal verpflichtet im Nachhinein, dass 30 Teams in der Liga, selbst wenn die selber sehen, wir brauchen den nicht, dass sie gesagt haben, ja okay, wir gucken dann einfach mal, vielleicht holen die Patriots den ja. Weil 1,5 Millionen, wenn ich wüsste, dafür haben die Patriots den nicht, würde ich alleine deswegen dafür ausgeben. Und wenn ich den als Ersatzquarterback für die Jets hole, Hauptsache der ist nicht in meiner Division, die Patriots mit Cam Newton. Weil es ist halt die Frage, ob er auch dann dahin gegangen wäre. Also das ist natürlich auch die Frage. Ne? Das weiß man natürlich nicht genau. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich bin mir relativ sicher, dass der fit ist, weil ich kenne natürlich Belichick, ha, Surprise, nicht persönlich.
Aber ich schätze den Mann schon so ein, dass der keine halben Sachen macht. Und wenn ja, der Cam Newton genau hat, angeguckt haben. Dann, ich habe irgendwie das Gefühl, die passen von der Persönlichkeit her halt gar nicht zusammen. Findest du? Ich glaube aber, dass Cam Newton jemand ist, der, egal wie paradiesvogelmäßig er nach außen ist, dass er schon weiß, wer Bill Belichick ist und dass er sich auch bewusst ist, dass das irgendwo eine Chance für ihn ist. Und ich glaube, dass die beiden, wie gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die beieinander sitzen und einen Kaffee zusammen trinken, aber ich glaube, dass die auf dem Footballfeld, wenn die über Football reden, schon eine gemeinsame Idee entwickeln können. Und wenn das passiert und Cam Newton wirklich gesund ist, Junge, also ohne Man muss ja auch, viele sehen ja von Cam Newton nur die verrückten Klamotten, die er so anhat, ne, wie er sich so gibt und so, aber es gab eine Doku über die Panthers, ne? Die haben ja eine Saison, wurden die ja begleitet. Und ja, wenn man die gesehen hat, da merkt man eigentlich, dass es, also ich habe kaum einen Spieler, es gibt ja noch andere Dokus über andere Vereine, aber ich habe kaum einen Spieler gesehen, der so viel Spaß am Footballspielen hat wie er und der so professionell ist. Der macht nebenbei abseits des Feldes natürlich seine Späße, sieht auch komisch aus, aber sobald er die Footballklamotten anhat, ist er höchst professionell, ernst bei der Sache. Genau. Und deswegen passt er mit Belichick zusammen, weil beide wirklich ehrgeizig sind. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Ja. Ich kann mir die überhaupt nicht irgendwie abends auf einer Party vorstellen. Aber die beiden in einem Raum mit einem Spielzug auf der Wand projiziert. Ja. Und Cam Newton ist wirklich fit. Und der wird fit sein. Belichick wird sich nicht... wird den eingeflogen haben, wird ein Workout gemacht haben und wird sich ein bisschen, wird ihn medizinisch untersucht haben. Und nochmal ganz kurz, was ist bei Cam Newton verletzt? Der Fuß. Und welcher Quarterback ist eh nie gelaufen bei den New England Patriots? Ja. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du einen jüngeren Quarterback als Tom Brady, der mit seinem verletzten Fuß auch nicht viel laufen muss. Wirft er dann genauso wie Tom Brady? Da ist er sicherlich ein bisschen schwächer, aber stell dir mal vor, im Laufe der Saison wird er besser. Und es reicht ja, stell dir vor, du hast die Patriots der letzten Jahre mit einem Quarterback, der 3-4 Mal läuft. Das reicht ja schon. Und ich bin mir sicher, heutzutage, du kriegst den Fuß von Cam Newton so hin, dass der 3-4 Mal läuft. Und das kann halt auch voll in die Buchse gehen. Ich finde das so spannend, aber dieses Potenzial dahinter ist so spannend und ich finde das so extrem, weil man hat vorher gesagt, wow, die Buffalo Bills können jetzt seit Jahren mal wieder irgendwie den Divisional Title gewinnen und dann kommen die Patriots und zaubern einfach Cam Newton außen. Und dadurch, dass es so lange gedauert hat, bis sie den verpflichtet haben, hat ja jeder schon damit gerechnet, okay, vielleicht haben sie sich schon getroffen, es hat nicht gepasst, weil irgendwie hätte man Cam Newton doch sicherlich schon verpflichtet. Und jetzt auf einmal... Alle haben es irgendwie geahnt, sage ich jetzt mal, dass das passieren könnte. Alle haben es irgendwie auch gehofft. Aber der Zeitpunkt, wo es jetzt passiert ist, kam für alle überraschend, weil es ist gerade alles ein bisschen abgeklungen, so die Spekulation. Und dann, bam, hauen die das raus. Das war ein geiler Move. Damit haben die ein bisschen für Angst, glaube ich, in der Liga gesorgt. Viele werden sich jetzt denken, oh... Ich glaube, die Patriots sollten wir jetzt nicht unterschätzen, weil alle haben ja so ein bisschen über die gelacht, als sie im Draft haben, als sie keinen Quarterback gedraftet haben. Wir haben alle gedacht, hey, was machen die denn da? Es ist ja immer noch so, dass es wenig Waffen gibt in der Offense. Ja, da sind sie sicherlich immer noch nicht extrem gut aufgestellt. Aber allein diese eine Verpflichtung hat jetzt so viel geändert und ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin auch total froh, dass wir letzte Woche und auch heute noch nicht angefangen haben, tiefer über die NFL zu sprechen und auch mögliche Predictions zu machen für nächste Saison. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre jetzt nach der Verpflichtung alles völlig für die Katze gewesen. Ja, aber jetzt würde ich alles nochmal umändern, auf jeden Fall. Ja, klar. Also das werden wir auch in Zukunft machen. Ich habe nur noch ein ganz, ganz kleines Shoutout jetzt am Ende. Mhm. Und zwar weiß ich nicht, wie viele Leute das noch interessiert, aber Vince Carter hat offiziell seine Karriere beendet. Ehemaliger NBA-Spieler, der 2000 den wohl besten Dunk-Contest aller Zeiten hatte. Und ich finde es so ein bisschen traurig, weil er hatte noch mal seinen letzten Wurf. Er hatte einen Dreier, der auch reingegangen ist. Und das war das letzte Spiel. Und danach kam Corona. Und keiner wusste so wirklich, spielt man noch mal oder nicht. Und jetzt hat er halt offiziell seine Karriere beendet. Ist ein bisschen schade, dass sie so beendet wurde. Deswegen wollte ich hier einfach nochmal ein kurzes Shoutout geben, weil falls das jemand hört, der jünger ist,
Vince Carter hat in den letzten 6 Jahren kaum noch irgendwas gemacht, weil er auch einfach sehr alt ist mittlerweile. Guckt euch bitte den Dunk-Contest von Vince Carter an, Leute. Unfassbar. Ganz kurzes Shoutout nur, weil ich erinnere mich früher noch, als ich auch Basketball gespielt habe, es gab, ich weiß nicht, ob es YouTube überhaupt schon gab, auf jeden Fall, wenn man Videos im Internet gefunden hat, dann gab es mehr Pixel, als dass man irgendwas erkennen konnte. Und man saß trotzdem mit seinen Freunden davor und hat sich diese Dunks angeguckt, weil es bis heute unglaublich ist. Von daher, danke Vince Carter. Danke. Wenn du sonst nichts mehr hast. Du kennst ihn gar nicht richtig. Hast du einen, aber finde ich cool, dass du dich trotzdem bedankst. Ja, den Namen habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Aber wir gucken uns gleich kurz die Dunks an, dann weißt du Bescheid. Boah. Das dauert 5 Minuten. Das wirst, du wirst es nicht bereuen, glaub mir. Okay. Du wirst es nicht bereuen. Okay. Ja, ansonsten war es das für heute. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche ab morgen. Stimmt. Ja, ja, wir trinken jetzt noch unser Bierchen aus von Mücke. Meinst sehr schon, zu empfehlen. Meinst du schon leer? Ich habe noch einen Schluck, den habe ich mir aufgehoben. Ansonsten, Leute, passt auf euch auf. Ja. Und wir sagen bis nächste Woche. Ne? Tschüss. Ciao. Okay. Ja, gut. Was soll ich jetzt machen, du Horst?